So, hallo und willkommen zurück bei Star Wars. The Old Wie, was zur Hölle? Dieser, was? Was geht mit dem nicht richtig? Der hat da unten einen Akku, der unten lang läuft. Ja, okay, das war jetzt das epischste an Moderation aller Zeiten. Gut. Okay, ja, legen wir einfach los und kämpfen uns weiter durch die Waffenfabrik. So, immer geradeaus, immer rechts. Erstmal rechts. Rechts. Rechts ist kürzer erstmal. Plopp. Ach, das ist ja meiner. Nee, der ist von Meins. allen. Meins. Nein, ist von allen. Meins. Ist von allen. Meins. Irgendwie nichts los, oder? So, Warte, den holen wir leutetechnisch. noch. Darth Huch! Lacris, könnt ihr mich hören? Achso, ja. Ich fahre jetzt die Barrikaden der Balmoranischen Waffenfabrik herunter. Ich höre euch sehr gut. Wir scannen jetzt das Innere. Moment! Jemand muss diese Störung unterbinden. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Großmarschall Cecchetta, ehemals von der Republikanischen Armee. Ihr seid also der stolze Anführer dieser feigen Memmen? Wenn sie so feige sind, wieso habt ihr sie dann in all den Jahren nicht besiegt? Ich bin nicht so dumm, wie ihr annehmt. Als mir klar wurde, dass ihr unsere Verteidigung ausschalten wollt, habe ich ein paar Freunde geschickt. Hier Jedi-Ritter Ralon Nys. Hier der Tempest-Trupp. Frische Freiwillige, die eine Auszeit genommen haben, um sich dem balmoranischen Widerstand anzuschließen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ihr habt diese Leute in den Tod geschickt. Das will ich nicht hoffen. Los, los! Spielzeug. Immer dieses Kanonenfutter. So. Ein Machtsturm und ein Kettenblitzschlag. Und das war's mit dem stolzen Tempest-Trupp. Ach, die Jungs. Die hatten's ja voll drauf, du. Könnt ihr mich hören? Der Kanal ist noch offen. Hat Cecchetta einen Jedi geschickt? Na, seht ihr mir gerne dabei zu, wie ich jemanden umbringe? Ich gebe zu, es war nett anzusehen. Nur der Zeitpunkt könnte besser sein. Meine Leute führen einen vollständigen Scan der Fabrik durch. Jetzt, wo die Verteidigung deaktiviert ist, ich halte euch auf dem Laufenden. Mein Sith Lord, wir empfangen ungewöhnliche Signale aus dem Innern der Anlage. Es scheint eine Hyperraumboje zu sein. Das kann doch nicht möglich sein. Sie müssen Jahrzehnte dafür gebraucht haben. Unterschätzt ihre Techniker oder Ressourcen nicht. Was kann sie? Theoretisch können Raumschiffe der Boje folgen und innerhalb des Systems fast direkt über der Oberfläche aus dem Hyperraum kommen. Die Republik fliegt Verstärkung direkt zur Balmoranischen Waffenfabrik und umgeht unsere Verteidigung. Gouverneurin von Balmorra zu sein, ist wohl doch nicht so einfach. Ich war auch nicht auf der Suche nach einer einfachen Aufgabe. Scannt nach feindlichen Transportern, die sich der Fabrik nähern. Empfange Signale. Da draußen sind Dutzende von Schiffen. Nach der Silhouette zu urteilen, republikanische Sondereinheiten. Triumph-Klasse. Genau wie im Krieg. Mehrere Angriffsteams, strategische Ziele, ein Jedi pro Trupp. So haben sie ganze Planeten eingenommen. Sie wissen, dass wir sie orten. Sie beeilen sich jetzt mit den Landevorbereitungen. Wenn Sie unterwegs zur Fabrik sind, können wir Sie vom Boden aus aufhalten. Einverstanden. Schaltet die Landeplattformen und Lenksysteme aus. Ich schicke Angriffsstaffeln, die diese Schiffe vom Himmel holen werden. Wenn ihr mich jetzt enttäuscht, gehen wir mit Balmorra unter. Yay, Partytime. Gut, gehen wir wieder, wa?
Ey, guck mal, was da gerade da ist. Oh! Was? Bist du drauf? Oh! Ich hat mal mit Springen funktioniert. Ja, aber du bist ja auch gerade so an der Ecke gekratzt, weil bei mir warst du oben, unten, oben, unten, oben, unten, dann bist du oben geblieben. Oh, was hab ich denn da für ein neues Spiel? Moment, ich hab Donnerschlag gekriegt. Oh, ja. Warte, ich hab noch was. Renn, ich hab Donnerschlag gekriegt. Oh oh. Ich brauch mal ein paar Mobs. Der arme Tank. Ich brauch Mobs. Kommen gleich viele. Gebt mir die Mobs. Da klaut ihr gerade einer welche. Bin gerade noch jugendverträglich. Gebt mir Mobs. Aber die halten nicht aus, bei dem macht das keinen Spaß. Wir müssen draußen rechts rum übrigens, bevor du zu weit links rennst. Ja, warte, da oben. Wir müssen ist was. Überall hin. Links, Mitte, rechts, überall. Ich wollte eigentlich links anfangen, deswegen bin ich nach links gerannt. Fangen wir halt links an. Schön kaputt gemacht. Aber hier links auch irgendwas ist. Begib dich zur Kammer, das ist meine Quest. Ich hab die Seiten. Ach, da oben, hinten. Ich höre sie doch schreien, irgendjemand hat sie sich wieder geholt hier. Auf dem Weg dahin können wir schon mal die anderen Quests machen, wie hier zum Beispiel. Mit dieser lustigen Boje. Bums. Das hat sich gelohnt. Dann kaputt gemacht die Boje? Ja. Hinten ist nur eine, da mal die weg. Hast du die jetzt kaputt gemacht hinten? Ja. Die hat für mich nicht gezählt. Hier kommen noch ein paar. Och Mensch, Aaron, tu das Not. Oh. Ja, Zweimal was Lilanes, was ist denn da los? Ja, ob es wieder so ein scheiß Gefährtengeschenk. Ja, aber nicht mal für mich. Und ich miss, dass er sonst nie was gekriegt. Ich find's Mist, dass die das, die Färbung für alle anzeigen. Und nicht bloß für die, denen es was bringt. Hm. Initiere das Kolikoiden-Serum. Flop, ihr müsst leider sterben. Flop. Flop. Nein, das war zu weit! Es ist jetzt nicht dein Ernst. ihr müsst hier oben runterspringen. Sonst dort, ich glaube, da prallst du an der Kante ab und kannst ganz runterfliegen. Ja, das war. Boah, hast du ein Schwein. Na, Schwein gehabt. Du weißt schon, dass ich nicht springen kann, oder? So rein theoretisch. Aaron liegt schon unten, ne? Ja, wir gehen ihn mal holen. Der fällt da freiwillig runter. Bonus, töte die Kolikoiden. Okay. Ja, also bei mir werden wir wieder zu dritt angezeigt irgendwie. Nee, dein Gefährte. Nee, der wird mir extra angezeigt. Mir werden drei Spieler und ein Gefährte angezeigt. Ja klar, Thorsten sein Gefährte. Weil er einer tot ist bei uns. Ja, wieso, ich bin doch schon wieder da. Ich bin jetzt auf dem Weg runter. Ja eben, ich sag doch, mir werden drei angezeigt. Wieder der Abkürzung? Ja. Oh. Stimmt. Da warten wir mal bis. Na gut, wenn er schon vorbeispringt. Wir warten nicht. Und wäre das jetzt bei uns, wenn ich hier reingehe? Ich glaube, du störst. Oh. Okay, offensichtlich nicht. Nö, gar nicht.
So. Wir müssen ihn mehr umbringen, weil sonst passt es nicht. Bei Aaron ja, bei den ersten, die nicht dabei war. Da wir die Quest eh nicht haben. Ach, die Bonusquest habt ihr? Ja, ich bin bekloppt. Ja, okay. Ja, unser Blümchenpflücker ist sich hoffentlich der Tatsache bewusst, dass er die theoretisch alle zerlegen kann, ne? Ne, geht nicht, hab ich schon geguckt. Doch, nachdem sie gelootet wurden, aber erst. Ich hab's geguckt, es geht nicht. Level up. Scheitammel. Hm. Schreibt mich gerne. Wie kann es denn sein, dass Scanner schon Level 29 ist? Ja, weil der jedes Mal hier Bonusmissionen hat. Schon 29, oh, geil. Was? Der hat doch in jeder Quest Bonusmission drin, also ich hab keine. Aber, drei Level! Ich würde eher sagen, da hat jemand noch einen kleinen Boost drin. Nein, den würdet ihr ja sehen, wenn ihr mich anklickt. Als Buff. Tja. Ich weiß auch nie, was hier gerade los ist. Also hier, ne, meine Zuschauer können mich ja mal in Schutz nehmen, ausnahmsweise. Und in die Kommentare schreiben, dass ich wirklich nichts drin habe. Ich bin mir jedenfalls der Tatsache nicht bewusst. 26 ist ungefähr gleich hoch und Scanner hängt 4 Level über uns. Wir 3. Das ist einfach die Awesomeness von den Hexern. Das Schlimme ist, das haut denen sogar zu. Du bist Hexer plus 30% EP. Punkt. Das Artefakt ist auch irgendwie ganz schön versteckt, du. Mitten in der Höhle. Da ist es. Jetzt hast du ja ausgebeulte Taschen wieder. Läppisches Holocron. Auch doch keiner. Du, aber mit den Taschen ist so eine Sache. Der Typ ist auch bestimmt der Held aller Frauen, weil der kann 50 verschiedene Schuhe mit sich rumtragen. Ich habe Holo-Gespräch. Moment, halt. Komm kuscheln. Sith. Ich meine, mein Lord. Ich meine, ich bin's, Major Ilun. Man hat euch befördert? Ja, danke. Ich habe jetzt Major Bersikas alten Posten. Ja, also als neuer Ressourcenoffizier hier auf Balmora wollte ich mich nur für das Verhalten des verstorbenen Major Bersika entschuldigen. Sein Sohn war nicht in militärischer Mission unterwegs und der Major hatte kein Recht, eure wertvolle Zeit so in Anspruch zu nehmen. Ganz meiner Meinung. Ich hoffte nur, ihr würdet euch erinnern, dass ich euch geholfen habe, zu finden, was ihr suchtet. Ihr habt doch eure Beförderung. Wollt ihr sonst noch was von mir? Ihr werdet hier auf Balmora immer willkommen sein. Ein Sith ist immer willkommen. In der Tat, ohne Zweifel. Es ist eine Freude, euch zu dienen. Ja, dann viel Glück mit dem, was ihr so tut. Was ein Weichei. Sorry, aber es geht ja mal gar nicht. Ohne Worte. Und musst jetzt zurück oder hast du jetzt noch hier was? Ich muss zum Schiff. Also ich bin fertig, klassentechnisch. Mit Balmora. Vielleicht bin ich deswegen schon 29. Weil die Abschlussquest auf dem Planeten gibt immer haufenweise EP. Wenn das jetzt gerade meine letzte war. Die erste ja auch noch nicht abgeschlossen. Na doch. Ah ne, stimmt. Dann weiß ich weiß wirklich nie, warum ich schon 29 bin. Das macht den Unterschied. Ich wäre trotzdem auf 22 runtergetanzt, aber es ist trotzdem irgendwie verwirrend. Ich krieg hier im Durchschnitt, also ich müsste mal runterscrollen hier. Irgendwie hat sich mein Chat aufgehängt. Eine ganze Weile anscheinend.
Aber das recht, wenn ich so runterscrolle. Bonusmission, Bonusmission, Bonusmission. Du hattest jetzt jedes Mal mindestens eine Bonusmission drin und die anderen hatten alle mal keine. Also jetzt gerade habe ich 208 und 627 Erfahrung gekriegt. Und 146 einmal. Und für die Bonusmission? Nee, ich meine bei den Mobs. Und werd eher auch gekriegt haben. Wie viel? 600, 200 und 150 über den Daumen. Ja, also ich habe 263, 376. Dann weiß ich nie, was los ist. Also 600 habe ich nicht. Der eine große hat 600 gebracht. Halt. Codex-Eintrag entdeckt. Mission Reinigung der Kammer. Wo geht's denn hier runter? Hä? Warten wir jetzt hier. Achso, ich war gerade mit Scrollen beschäftigt. 28.000 gab's für Bonusmission. Naja. Ach nee, halt. 14.000. Nee, 143.000? Brauchst dich nicht zu wundern. Man muss hier springen oder was? Ja. 143.000 für eine beschissene Bonusmission, wenn es nur 28.000 für die normalen gibt? Bringt irgendwie nichts, jetzt hier zu sein, oder? Ich habe das damals dann auch anders gelöst. Hat's damals mit Schnellreise gelöst? Ja. Ah, okay. Und das, was der Render gerade macht, geht natürlich auch, oder was ich gemacht habe, einfach um an der Kante lang rennen. Bist du jetzt gerade... Nee, ja, ich kann nicht springen, noch. Nee, bei mir hast du dich gerade durch die an der Wand durchgebackt, durch den kleinen Spalt und bist nach unten gefallen. Deswegen sah das gerade etwas... Oder so. Quer durch drei Ebenen. Das ist ein Krieger, das Schöne hier. Gesprungen. Da kommt der Nächste. So, also. Ich brauche noch zwei Leitsysteme. Hier ist nicht gerade zufällig eins. Hm, leider nicht. Na dann machen wir mal runter, wa? Mhm. Da ist eins. Alle da? Nicht! Wir haben das ja letztes Mal schon festgestellt, dass es nicht klappt, wenn Leute zu weit weg sind. Hatte ich gerade gemerkt. Da. Eins oder unten dann? Kommen wir unten noch an welchen vorbei hinten? Oben, die sind eh alle kaputt hier, also müssen wir ja runter. Wenn man hier diese Kais oder... Dinger da schon. Ja, wir haben ja noch haufenweise zu tun. Ne? Ja. Musste man hier oben oder unten Bomben anbringen? Oben, ne? Ich glaube, es war oben am Flügel, oder? Ja, ich glaube, oh, ne, unten drunter. Machst du? Ja, ja. Ich würde gehen. Hm. Das knallt nur ein bisschen. Noch irgendwo für euch? Leitsystem? Ich guck grad schon noch, ich finde keine hier drüben. Hier ist eins. Hier Darth Reckless. Hab eins. Okay. Unsere Schiffe nähern sich den republikanischen Transportern. Zerstört weiterhin die Landeplätze. Aaron, hast du schon alle? Ich hab mir grad was geangelt auszusehen. Nee, hast du schon alle Leitsysteme? Das meine ich. Leitsysteme? Ich glaube schon, ja. Ich hab alle, also. Hat's gezählt? Bei mir hat's gezählt. Gut.
Ich sehe gerade, wir haben noch übelst viele Bonus-Kills zu machen. Da war wieder so eine Kante, also, auch, und deswegen konnte ich dich nicht heilen. Tut mir leid. Okay, wer von euch hat denn die Bonus-Quest? Weil ich krieg keine. Der Sen. Hatte die Bonus-Kill-Quest. Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch hier diese Dinger in die Luft jagen. Ja, eine zwei Ventilationsöffnungen habe ich noch, ne? Und für den Sen würde ich sagen, noch die paar Mobs klatschen, die er noch braucht. Wie viele braucht er noch? Auch noch 10. Ja, das kriegt man an den Rampen da gut oben hin, denke ich mal. An den Dings sind ja schon welche. Mach's du, ich geh hoch. Ja, ja. Und bevor wir jetzt die letzte hochjagen, können wir mal fix ein paar Viecher. Angriffsstaffeln eingesetzt. Wir haben 6 republikanische Transporter besiegt. Ich rufe zusätzliche Bodenluftbewaffnung. Oh fuck. Wie haben die scheiß Offiziere immer so verdammt viel Leben? Das sind Offiziere, das sind Weicher, ja. So, Sam, wie viele brauchst du noch? Auch noch 3, aber die müssen wir da hinten kriegen. Ja, da stehen genug rum. Und alle. Für irgendwas müssen wir wieder zurück. Ist es noch? Autsch, 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 aua! Es sind nur noch wenige Ziele in der Luft. Und sie können ach, das nicht Ende fliegen des Widerstands, das hat man ja abgeschlossen, deswegen. Ich entsende Bodentruppen. Ihr fangt dieses Schiff beim oberen Landeplatz der Fabrik ab. So. Niemand wird es komplett überleben. Wir müssen noch in den Bau da rein, rechts. Ja. Hopp aufs Pferd. Ach, der spielt ja noch da oben. Ja. Wenn das bloß der Tank und der DD machen dürfen. Und der Healer machen dürfen. Hopp aufs Pferd. Na, hopp aufs Pferd. Haben die uns ignoriert? Ja. Cool. Ich habe einen Tarnschleier gelegt gehabt. Funktioniert sogar hin und wieder. So, gerade durch, oder? Haben wir rechts und links? Ja, rechts ist was. Rechts und geradeaus. Für den Rennen. Das ist die andere Seite rechts übrigens, Thanatos. Nee, beiden Seiten ist was für dich. Thanatos ist links. Stimmt, Thanatos hat links was. Das hast du damit nicht gesehen, entschuldige bitte. Ja, ich auch nicht. Mir ist zum Beispiel das rechtlich angezeigt, da habe ich nichts. Das ist nur so ein ganz helles Blau. Musst du mal gucken, das ist ganz schlecht zu sehen. Ach, auch noch ganz unten. Ich habe oben geguckt. Sorry, ich habe deins nicht gesehen, mein Fehler. Ich versuche das immer ein bisschen zu überblicken, aber das ist möglich. Manche Sachen siehst du einfach nicht. Musst du nicht links die, genau. Musst du nicht die Konsole anklicken? Habe ich schon, viel Spaß. Also. Das ist halt, ich habe jetzt keine Bonusmission hier. Deswegen fehlen mir natürlich auch Level im Vergleich zu dir, wenn es da 143k Bonus gibt. Aber das ist wirklich krass, dass es so viel Bonus gibt, glaube ich normalerweise nicht. Das war ja wirklich abartig. Weil ich mich wirklich mal interessieren würde, warum. Das war ja auch keine Schwere. Wenn die 10 Viecher umnieten, das hast du nebenbei gemacht. Musst du hier jetzt eigentlich machen? Ja, wir brauchen den grauen Stern, der muss ja irgendwo rumgucken. Ja, ganz hinten. Ja. Da hinten irgendwo. Da wo schon.
Ah. Ich kann an allen vorbeilaufen. Level up. Ja, aber sonst, okay. wenn ihr ranleveln müsst, müssen wir halt sonst schmeißt ihr einen großen EP-Boost und ich einen kleinen rein, da fehlen mir 20% EP-Boost und dann. Nee, das ist bloß wie lange sie halten, die großen und kleinen. Pegar usplot as vista bokar pina nu immer stro deber kurbur kurni. Es wird Zeit für euch zu sterben, jämmerlicher Irrer. Trötörel malem nun jeo. I upumagog his maskurko fofalio. Mio spark mit tunur. Und dass der graue Stern war, war wirklich jämmerlich. So, okay. Hm. Und ich hier? Jo. PvP-Skill-Polaritätsverschiebung. Hast du schon wieder was gekriegt? Ja, PvP-Skill. Der bringt mir nix. Ich find's bloß lustig, weil ich krieg seit Leveln keine neuen Sachen mehr. Ja, ich krieg welche, die mir nichts bringen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht viel besser. Treten Sie ein. Oh. Alle grün. Ist ja mal eine. Die Fabrik wird angegriffen. Das Hauptquartier wurde gestürmt. Die Verluste sind gravierend. Ruhig bleiben, Captain. Was wissen wir über den Feind? Das Ziel schlägt sich eine blutige Schneise in diese Richtung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich um einen Sith. Seht das als Bestätigung an. Commander, Kontakt bestätigt. Der Feind ist ein Sith. Ich wiederhole, der Feind ist... Das kann ich sehen, Captain. Seid still. Sith, ich weiß, warum ihr hier seid. Ihr solltet wissen, dass dies die besten Truppen sind, die ich in meiner gesamten Karriere befehligt habe. Es wird mich stolz machen, sie abzuschlachten. Captain Allegan, greift an und haltet die Stellung. Ich komme mit Verstärkung. Jetzt findet ihr heraus, woraus wir gemacht sind. Blut. Ich komme vielleicht vor Langeweile um. Langeweile wird uns sicher nicht unsere Beute abjagen. Ihr seid nicht besonders lustig. Ich werde später lachen. Männer, Angriff! Wenn zwei stumpfe Personen diskutieren, kommt sowas bei raus. Das waren die besten, die er je befehligt hat. Echt jetzt? Witz. Der Commander hätte längst hier sein sollen. Euer Commander hat euch dem Tod überlassen. Nein, er ist in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Bitte, das reicht. Commander, nein! Rennt! Rettet euch selbst! Erlöst ihn von seinen Qualen, Sith. Ich denke, es wäre angebrachter, wenn ihr den Abzug betätigt. Commander! Was? Was soll das bedeuten? Lebt wohl, Captain. Nein, das
kann ich nicht... Es ist bedauerlich, dass Sie auf der falschen Seite waren. Sie waren herausragende Soldaten und gute Männer. Sie sind krepiert wie Hunde. Es war schwer, sie zu hintergehen. Man kann nicht mit einem Mann zusammen bluten, ohne sich verbunden zu fühlen. Und doch ist ihre Niederlage zum Wohle des Imperiums. Was heute geschehen ist, war unvermeidlich. Ich wusste, dass Lord Barras mich irgendwann eliminieren müsste, aber ich bin stolz darauf, all die Zeit gedient zu haben. Ihr seid nur eine weitere Drohne und leicht zu ersetzen. Das mag sein. Aber ich hoffe, ihr gewährt mir einen letzten Gedanken. Es gibt da noch etwas, das ich wissen muss. Mein Sohn. Er war das Einzige auf der Welt, das wirklich zu mir gehörte. Und ob aus Liebe oder Schwäche, ich habe ihm meine Geheimnisse verraten. Ich weiß, dass ihr meine Spuren beseitigen musstet, aber bitte sagt mir, hatte er ein gutes Ende? Er hat gewimmert wie ein elender Feigling. Ich verstehe. Ihr habt meinen Geist gebrochen. Jetzt ist der Tod dieses Körpers nur noch Formsache. Wenn man meine Leiche findet, muss es Spuren eines Kampfes geben. Es muss überzeugend aussehen, Sith. Ich werde mich also nicht zurückhalten. Ich werde kämpfen, als wärt ihr mein ärgster Feind. Vielleicht komme ich sogar ins Schwitzen. Dann greift zur Waffe. Sagt Lord Barras, dass es mir eine große Ehre war, ihm zu dienen. Der Typ ist cool. Oder herkommen, kuscheln. Passend zu seinem Tod wird die dunkle Seite stärker. Ach nee, schwächer, verdammt. Verdammt. Ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ich habe eure gesamte Unterhaltung mit Commander Rylon mit angehört. Ich höre aufmerksam zu. Ich sagte euch doch, dass ich die Jedi-Ermittlerin beobachte und dass sie sich in der Waffenfabrik rumgetrieben hat. Offensichtlich hat sie Rylons Quartiere verwanzt und eure Unterhaltung belauscht. Ich habe gehört, was sie gehört hat. Die Ermittlerin weiß alles. Schlechter könnten die Nachrichten nicht sein, Lieutenant. Es ist noch nicht alles verloren. Sie war auf dem Weg zu ihrem Schiff, aber meine Männer haben ihr den Weg zum republikanischen Hangar abgeschnitten. Ich blockiere systematisch ihre Übertragungs- und Fluchtwege, damit diesem Abschaum nur ein Ziel bleibt. Der Raumhafen in Sobrik. Wenn sie entkommt, mache ich euch verantwortlich. Dann sorge ich dafür, dass das nicht geschieht. Ich fürchte, da ist noch mehr. Meine Männer, die sie angegriffen haben, haben berichtet, dass sie ein Lichtschwert benutzt. Die Ermittlerin scheint selbst ein Jedi-Ritter zu sein. Ich rate zur Vorsicht. Jedi zu töten ist für mich nichts Neues. Dann ist meine Sorge unbegründet. Ich entschuldige mich. Ich werde meine restlichen Männer versammeln und euch am Raumhafen treffen. Wir werden diesen Jedi vernichten. Also in Padawan eines Jedi sein Jedi. Welch tolle Erkenntnis. Cool, ne? So, wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Mit dieser Erkenntnis beenden wir die heutige Folge auch schon wieder. Denn die Zeit ist leider schon wieder um. Wir hatten ja eigentlich gehofft, heute die Waffenfabrik fertig zu kriegen, aber es hat nicht sollen sein. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zu der nächsten Folge. Bis dahin noch einen schönen Tag und ciao. Ciao. Ciao.